Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein Mann geht in ein Wirtshaus und setzt sich an die Bar. Der Wirt kommt her und fragt: Was kann ich tun für Sie? Sagt er: Ich wette mit Ihnen, ich habe hier etwas in meiner Tasche, das Sie noch nie gesehen haben. Wetten um ein Bier? Sagt der Wirt. Passt, um ein Bier, das gilt. Der Mann greift in seine Tasche, stellt auf die Bar ein 30 cm großes Männchen. Das Mannerl marschiert sofort los und begrüßt jeden Gast an der Bar mit Handschlag und sagt: Guten Tag, mein Name ist Johannes Mario Simmel, Autor. Sehr angenehm. Und so geht er durch und begrüßt jeden. Der Wirt, solche Augen, ziemlich erstaunt, gibt dem Gast das Bier und dann fragt er: Wo haben Sie das Mannerl her? Sagt der Gast: Na, wissen Sie, wenn Sie aus dem Gasthaus rausgehen, links die Straße runter, am Ende der Straße dann rechts, kommt eine Straßenlaterne. An der müssen Sie dreimal reiben, dann erscheint Ihnen eine Fee. Der Wirt denkt sich, coole Sache. Er geht sofort los und findet die Laterne. Er reibt dreimal dran und es erscheint wirklich eine Fee. Und als sie da ist, fragt sie ihn: Was für einen Wunsch kann ich dir erfüllen? Und der Wirt sagt: 5 Millionen in kleinen Scheinen, bitte. Puff! Auf einmal steht der Wirt da mit 5 Millionen in der Hand und rundherum laufen lauter kleine Schweine um ihn herum. Er geht mit dem ganzen Tross zurück zu seinem Wirtshaus, legt diese Melonen auf die Bar, geht zu dem Gast hin und sagt: Ich glaube, deine Fee ist ein bisschen schwerhörig. Sagt der Gast: Was denkst du? Glaubst du wirklich, ich wünsche mir einen 30 cm langen Simmel? Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch und schaut mal auf der Facebook-Seite Marbacher TV vorbei. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und nicht vergessen, Lachen macht lustig.